Ich bin Nikolaus Seckel, Bürgermeister der Gemeinde Sylt. Wir merken eben, dass sich etwas verändert. Wir merken, wir haben einen weniger heißen Sommer. Es ist alles ein bisschen gemäßigter. Dafür haben wir aber eben mehr Winde, stärkere Winde. Wir haben eben mehr raues Klima. Das heißt, wir haben mehr Sandabtrag an der Westküste. Wir haben mehr Starkregenereignisse, was die Bürger natürlich auch merken, weil sie eben dann mal Hochwasser sozusagen haben, das in niedrigen Ortsteilen dann eben auch landunter ist. Ohne Tourismus geht auf Sylt gar nichts. Und wir versuchen eben den Touristen eine Denke mit auf den Weg zu geben, was Sylt ist, was Klimaschutz ausmacht, was Naturschutz ausmacht. Wir haben sehr viele Informationsorte, Punkte auf der Insel, wo sich Gäste eben informieren können. Also ein konkretes Beispiel ist zum Beispiel unsere Ufermauer, die wir hier im Zentrum Westerlands an der Promenade haben. Die wird jetzt in den nächsten Jahren erneuert. Das heißt, für die nächsten Jahre Baumaßnahmen mitten in der Saison. Das heißt, wir kommen gar nicht darum herum, mit den Gästen in den Dialog zu gehen und zu sagen, warum bauen wir hier gerade in ihrer Urlaubszeit? Warum machen wir Lärm, Dreck, wo sie sich erholen wollen? Also auch Sylter sind Menschen. Und Menschen, ist immer so, werden durch Probleme aufmerksam. Wenn man eine Straße sieht, die einfach bei Starkregenereignissen überschwemmt ist, für eine Viertelstunde, für eine halbe Stunde, und man sieht, wie Autos durch eine Wasserlage durchfahren, dann macht man sich Gedanken, was ist los? Dann wird viel nachgefragt, dann berichten wir sehr viel, dann gibt es viele Presseberichte, dann wird das Thema Starkregen natürlich thematisiert. Wenn wir jetzt im Sommer sind und wir haben keinen Regen, dann macht sich keiner Gedanken über die Situation, warum wir jetzt gerade große Baumaßnahmen für Kanalisation und Ähnliches machen. Das heißt, jeder Sylter ist eben auch nur wie jeder andere Mensch bei Problemen aufmerksam und diese müssen wir halt in den Vordergrund stellen. Und deswegen reden wir eben über E-Mobilität, wir reden über E-Bikes für die Gäste, wir versuchen diese Themen sozusagen zu kommunizieren, zu diskutieren und auch als Gemeinde Sylt unsere Baumaßnahmen, die immer mit der zusammenhängen, eben auch nach draußen zu kommunizieren. Und damit eben auch immer wieder Impulse zu schaffen, über viele Aspekte einfach nachzudenken. Aber wenn alles gut ist, wenn alles schön ist, wenn alles entspannt ist, macht man sich über Probleme keine Gedanken.